Schweriner Runde zum Thema Energiewende in MV. Herr Ministerpräsident, anfangs gab es ja einen sehr breiten Konsens, auch in der Politik. Man war sich eigentlich einig, der Atomausstieg ist eine vernünftige Geschichte. Die erneuerbaren Energien zu stärken, ist auch gut, gut für die Umwelt. Aber uns laufen die Preise ein wenig davon. Und das macht nicht nur der Politik, das macht vor allem den Menschen Sorge. Wie stehen Sie als Chef der Landesregierung, wie steht die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern zu diesem ganzen Prozess? Wie ist Ihre Position? Also wir stehen zu der Energiewende. Das ist einfach grundsätzlich richtig. Der Ausstieg aus Atom ist richtig. Wir haben das schon seit vielen Jahren gefordert. Dass die Bundesregierung das jetzt auch nach Fukushima mitgemacht hat, ist gut. Atommüll, das ist etwas, das uns noch auf Jahrtausende beschäftigen wird und weiter beschäftigen würde, wenn wir noch mehr davon produzieren. Das geht nicht. Und die erneuerbaren Energien, das ist auch richtig, dass wir da mit Kraft reingehen. Am Ende wird das ja die preiswerteste Art der Energieversorgung sein. Wind und Sonne stehen unbegrenzt zur Verfügung. Was wir natürlich brauchen, das ist dieser schwere, auch technologisch schwierige Weg, dahin zu kommen, dass wir im erneuerbaren Bereich so leistungsfähig sind, dass auch ein Industrieland wie Deutschland mit seinem sehr hohen Energiebedarf den decken kann aus den erneuerbaren Energien. Und das muss mit Kraft vorangetrieben werden. Daran fehlt es im Moment ein bisschen. Da sind die Nordländer zum Beispiel unterwegs, um gemeinsam mit der Bundesregierung zu reden, weil wir gemeinsam das große Interesse haben. Von den natürlichen Voraussetzungen her ist ja Mecklenburg-Vorpommern, ist der gesamte Norden prädestiniert, hervorragend dafür, dass wir dazu beitragen, dass die erneuerbaren Energien vorankommen. Und das bietet uns auch große Chancen. Viele Arbeitsplätze sind da schon entstanden und werden weiter entstehen. Also Sie stehen voll und ganz hinter dem Slogan Energieland Mecklenburg-Vorpommern. Ja, selbstverständlich. Das ist eine ganz große Zukunftschance für dieses Land. Wir setzen auf die Gesundheitswirtschaft auf der einen Seite und auf die erneuerbaren Energien. Das sind die Zukunftsfelder, von denen ich mir verspreche, dass sie das Land wirtschaftlich voranbringen und Arbeitsplätze schaffen. Mhm. Herr Duberstein, hatten wir schon kurz angesprochen, es herrscht auch eine gewisse Verunsicherung, auch bei den Energieerzeugern, über den weiteren Prozess, wie es denn wirklich umgesetzt werden soll. Haben Sie aus Ihrer Sicht für Ihr Unternehmen E.ON Edis genug Planungssicherheit? Die E.ON Edis ist ja ein Infrastrukturbetreiber. Also wir selbst betreiben ja keine eigenen Kraftwerke, sondern wir sind für das Stromnetz in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg verantwortlich, also für das Hochspannungs-, Mittel- und Niederspannungsnetz, an das ja sehr viele der neuen EEG-Stromerzeugungsanlagen angeschlossen werden. Und im Moment, muss ich sagen, spüren wir von einer Flaute überhaupt nichts. Also es ist eher andersherum, dass wir im Vergleich mit dem Vorjahr und auch dem Jahr 2011 also eine viel größere Anzahl von Kraftwerken und viel mehr Leistung ans Netz anschließen als im vergleichbaren Zeitraum der Vorjahre. Um das mit Zahlen zu illustrieren, in den Jahren 2011 und 12 haben wir etwa 800 Megawatt. Zum Vergleich mal, das Kraftwerk Steinkohlekraftwerk in Rostock hat etwas mehr als 500 Megawatt ans Netz genommen. Und in den ersten vier Monaten dieses Jahres schon über 600 Megawatt. Also da ist nach wie vor eine große Dynamik drin. Und insgesamt ist es so, dass im Netzgebiet der E.ON Edis jetzt mittlerweile 6.300 Megawatt Erzeugungsleistung aus Windkraft und in hohem Maße mittlerweile auch Photovoltaikanlagen am Netz sind, Strom produzieren. Und wir sind sehr stolz darauf, dass wir also weit über 99% auch dieser angebotenen Strommenge aufnehmen können, weil das ist ein richtig großes Stück Arbeit, was die Mitarbeiter unseres Unternehmens da leisten. Und das ist ein Teil der Herausforderung, von denen wir eben begonnen haben zu sprechen, die es zu lösen gilt. Also Flaute spüren wir im Moment nicht. Nun kann man sagen, möglicherweise hat auch die Diskussion um die Strompreisbremse dazu geführt, dass viele noch einmal gesagt haben, es wird Veränderungen geben. Und jetzt lasst uns also auch, solange wir in gewissem Maße Klarheit darüber haben, das EEG ist da, es gilt, dann unsere Investitionen vorantreiben. Was am Ende der Auslöser für die aktuell zu sehende, sagen wir, doch sehr eindrucksvolle Entwicklung ist, mag ich nicht zu Ende abschließend beurteilen. Also könnte es so sein, dass wir wie in vielen anderen Fällen auch die Situation haben, in den Medien wird sehr aufgeregt diskutiert, es wird auch möglicherweise Verunsicherung geschaffen, aber die Akteure sind eigentlich sehr cool und ziehen das Ding durch, ich sage es mal bewusst so salopp. Ich weiß nicht, ob es cool ist.
Auf jeden Fall, glaube ich, haben alle verstanden, dass wir praktisch beim weiteren Gestalten der Energiewende an einem Punkt angelangt sind, wo wir auch die Regeln, die wir uns gegeben haben, nachjustieren müssen. Wie genau das aussehen wird und muss, das wissen wir heute noch nicht. Und wir, glaube ich, erkennen aber alle, dass es spätestens im nächsten Jahr notwendig sein wird, die eine oder andere Veränderung vorzunehmen. Und die Diskussion um eine Strompreisbremse hat ja doch gezeigt, dass es also so, wie es heute geht, quasi, dass wir jedes Windkraftwerk, was irgendwo gebaut wird, jede Photovoltaikanlage ans Netz anschließen, vorrangig den Strom aufnehmen und auch zu den heute festgelegten Vergütungssätzen vergüten. So wird es nach meiner Überzeugung nicht weitergehen können. Und insofern, denke ich, ist auch ein Stück weit die Erwartung, dass Veränderungen ins Haus stehen kommen werden, die Situation für Investoren vermutlich nicht verbessern. Okay, das führt auch dazu. Wir lassen das jetzt erstmal so stehen. Wir haben ja mit Ihnen, Herr Dr. Wolf, auch jemanden am Tisch sitzen, der die regionalen Stromversorger, Energieversorger vertritt. Sie investieren ja auch in erneuerbare Energien. Können Sie uns einmal darstellen, in welchen Feldern Sie aktiv sind? Ja, wir sind in verschiedenen Feldern aktiv, weil wir als Stadtwerke und als Querverbundunternehmen eigentlich auch die Chancen des EEG-Ausbaus sehen. Das heißt, wir haben derzeit rund 2 Millionen investiert in Photovoltaikanlagen, haben dort über den Jahreswechsel auch eine sogenannte Bürgersolaranleihe aufgelegt. Das heißt, wir haben unseren Kunden die Möglichkeit gegeben, dort zu investieren und haben dort gut 700.000 Euro eingenommen, die wir dann auch in eine entsprechende Anlageninvestition umgesetzt haben. Wir betreiben bereits seit 4 bzw. 5 Jahren eine sehr erfolgreiche Biogasanlage. Das ist sicherlich ein Thema, was heute sehr ambivalent diskutiert wird. Damals war das als eine der ersten Anlagen noch weniger eine Frage, inwieweit wir nur irgendwo Mais-Monokulturen haben, sondern es war etwas, was hier in die doch agrarisch geprägte Landschaft in Mecklenburg aus unserer Sicht sehr gut reinpasste und ich glaube immer noch reinpasst. Und darüber hinaus planen wir weitere Aktivitäten im Bereich von CO2-freier Energiegewinnung, Stichwort Tiefengeothermie. Also hier haben wir ein Projekt, das wir derzeit verfolgen. Ich darf vielleicht noch einen Punkt ergänzen. Wir sind als Querverbundunternehmen, wie ich finde, sicherlich einer der Profiteure, gerade wenn wir solche Investitionen machen, die ja dann auch finanziell über die Einspeiseentgelte gut abgesichert sind. Aber wir haben natürlich als Versorger, Querverbundsversorger für unsere Kunden in Schwerin und die Kunden, die wir außerhalb von Schwerin sorgen, auch so die leichte Sorge, dass nicht nur der Preisdruck in der jetzigen und erfahrenen Dynamik aus dem letzten Jahr anhält, sondern wir machen uns natürlich auch ein paar Sorgen, ob dieses Stromnetz, dieses System, an dem wir nun letztlich auch dran hängen, wirklich diese Belastung, diese Veränderung aushält. Also hier ist die Sorge in die Richtung, denn das... Das werden wir noch gesondert diskutieren. Ja. Wir wollen da mal nicht vorgreifen, weil das ja auch eine gewisse Struktur hat. Aber eine Frage würde ich gerne noch nachlegen an Sie. Können Sie ungefähr einschätzen, wie groß der Prozentsatz erneuerbare Energieerzeugung bei Ihnen schon ist im Unternehmen zum heutigen Zeitpunkt? Wir haben bereits über unsere Biogasanlagen eine Größenordnung von 5% Erzeugung in Schwerin. Die Photovoltaikanlagen, die uns gehören, respektive die von anderen Betreibern in das Schweriner Netz eingespeist werden, da sind wir locker mit den 20% dabei, rein physikalisch, die in das Schweriner Netz eingespeist werden. Aber wie gesagt, es ist natürlich eine Gesamtrechnung. Der Strom geht erstmal den Weg des Lastflusses, wie wir gelernt haben. Und insofern sind wir natürlich in dem bundesweiten Mix mit drin, was wir eigentlich seit Jahren schon haben. Und das ist, sagen wir, unser Fund, mit dem wir wuchern. Wir bauen den Fernwärmeversorgung in Schwerin aus. Ich sage immer, die Zone CO2-Vermeidung aus Wärmeerzeugung ist genauso wichtig und gut wie die Zone CO2-Vermeidung aus Stromproduktion. Und hier haben wir, glaube ich, in den letzten Jahren auch mit Unterstützung der Landesregierung und deren Verwaltungsstandort in Schwerin noch einige Erfolge zuvor zu haben. Okay. Herr Professor Weber, Frage an die Wissenschaft. Nun kann man sich vorstellen, die Zeiten sind knapp, der Prozess hat eine ziemliche Fahrt aufgenommen. Da ist auch sehr viel Neuland dabei. Das heißt, immer wenn Neuland betreten wird, ist die Wissenschaft gefordert. Aus Ihrer Sicht als Wissenschaftler, der auf dem Gebiet seit vielen Jahrzehnten forscht, ist die Wende bis 2022 aus wissenschaftlicher Sicht zu schaffen? Können Sie alles das, was von Ihnen abgefordert wird an wissenschaftlicher Expertise, an Leistung, die Sie erbringen müssen, in dem Maße auch wirklich erbracht werden? Und schaffen wir es bis 2022, die Wende wirklich hinzubekommen? Da muss man ja unterscheiden. Also die Wende, die wirkliche Wende, die Vollversorgung letztlich mit regenerativer Energie, die soll ja 2050 sein oder so in dieser Größenordnung, dass wir dann uns aus regenerativen Energien voll versorgen können. Das, was Sie meinen, das ist der Atomausstieg bis zum Jahr 2022. Den werden wir sicher schaffen, weil die Uni Rostock, die hat eine umfangreiche Studie dazu gemacht mit dem VGB. Das ist ein Dachverband für alle deutschen Kraftwerksbetreiber. Und mit dem haben wir mehrere Studien gemacht mit der Frage,
bis wann, bis zu welchem Zeitpunkt man die regenerativen Energien, Wind und Sonne, in das Netz integrieren kann, ohne Speicher zu benötigen. Und das heißt auf Deutsch einfach, man muss gucken, dass die vorhandenen Kraftwerke, die konventionellen Kraftwerke, so schnell hoch und runter fahren können und so wieselflink sind, dass sie Wind und Sonne ausbalancieren können und dass man Wind und Sonne in das Netz integrieren kann. Und wir haben herausgefunden, wo wir eben die Modelle der wirklich existierenden Kraftwerke dann auch mit untersucht haben und untersucht haben, wie man die Kraftwerke verbessern kann, wie man sie schneller machen kann, dass das ungefähr so bis zum Jahr 2025 gehen wird. Wir werden also bis zum Jahr 2025 weiter, ich sage mal fast beliebig, die regenerativen Energien in das Netz hineinbringen können. Und die konventionellen Kraftwerke, die werden dann stampfen müssen wie verrückt, um sie auszubalancieren. Sie werden es aber schaffen. Danach wird es schwierig. Danach wird das ganz eng, weil uns dann die Speicher fehlen. Sie dürfen nicht vergessen, das alte elektrische Energieversorgungssystem oder ein elektrisches Energieversorgungssystem allgemein, das hat ja keine Speicher. Es gibt ja im Strom keinen Speicher. Die Speicher, die wir in der Vergangenheit hatten, das waren bei den Kohlekraftwerken, zum Beispiel beim Kraftwerk Rostock, das war die große Kohlehalde, die hinten lag. Und bei den Wasserkraftwerken, da war es der See, der Stausee in den Alpen, der 1 Kilometer hoch war und die potenzielle Energie gespeichert hatte. Da waren die Speicher. Und jetzt machen wir ja aber diese Kraftwerke immer weniger, die werden immer weniger und dann kommt immer mehr Energie ins System, die keinen Speicher hat und dann haben wir irgendwann ein fundamentales Problem. Darf ich ganz kurz zusammenfassen? Also bis 2022 muss das Problem der Speicher nicht endgültig gelöst sein? Bis 2025 muss es nicht endgültig gelöst sein, aber ab dem Jahr 2025 muss die Frage der Speicherung, also die Größe der Speicher, die Art der Speicher, die Lokalisierung der Speicher, die Ansteuerung der Speicher, die Frage, welches Kraftwerk wird hinter dem Speicher sein, weil jeder Speicher braucht ein Kraftwerk hinter sich, welche Art von Kraftwerk wird das sein? Diese Fragen, die müssen ab dem Jahr 2020, 2025 mindestens einem intensiven Forschungsprozess unterliegen, dass wir bis zum Jahr 2025 und noch später sagen können, was kommt, was kommen soll, wo es kommen soll und dann vielleicht auch mit ein bisschen die Frage beantworten können, wer es bezahlen muss. Die Schweriner Runde zum Thema Energiewende in MV.